So, ja, da bin ich wieder, Teil 2 vom Apfelstrudel, jetzt einmal in meinem Wohnzimmer, weil da braucht man ja eine gewisse Fläche, wo man dann einen Strudelteig ausrollen soll. Der soll jetzt so groß wie möglich dann werden, wenn man auszieht. Zuerst mache ich das immer mit einem Nudelwalker, da haben wir einen ganz neuen, habe ich selber nicht gewusst, dass wir den haben. Den müsst ihr gut mit Mehl bestreuen und auch die Arbeitsfläche, dass der Teig ja nirgends anbiegt. Ja, und dann für die Füllung habe ich nochmal gesagt, braucht es ja 1 Kilo Äpfel, also das sind so circa 15 Äpfel. Die müsst ihr unbedingt mit Zitrone betröpfeln, dass sie halt nicht braun werden. Dann kann man, wenn man einen Strudelteig dann fertig auszogen hat und die Apfelmasse auf, dann hat eben mit Zimt natürlich auch verfeinern oder mit Kristallzucker und auch mit Butter, die ist gerade in der Küche. Bei Butter, da nehmt ihr ca. 50 Gramm und auch dann noch, wenn sie dann einrollt, das könnt ihr dann auch mit Hilfe des Strudeltuches machen, könnt ihr dann auch den Strudelteig noch mit Butter bestreichen, dass sie eine gewisse Farbe kriegt. So, und ich würde jetzt sagen, jetzt probieren wir das einfach einmal. Da ist der Teig, den habe ich auch noch mit Öl bestrichen, dass er halt keine Risse bekommt. Ich hoffe, das ist mir ja doch gelungen. Gut, und jetzt einmal den ganzen da mit Mehl bestreichen. Und ich habe jetzt viel Mehl als zu wenig, weil wenn er dann wirklich überall anbiegen sollte, dann reißt er. Und das ist, da freut sich dann keiner. Mir ist wirklich mal passiert, dass ich ein wenig Mehl genommen habe und dann ist er gerissen. Dann habe ich mir gedacht, naja, soll ich jetzt weg kann oder nicht. Dann habe ich ihn wirklich nochmal zusammengenützt auf so ein Leiberl und nur mehr ausgerollt und dann ist er was geworden. Also das ist wirklich manchmal ein wenig so ein Fingerspitzengefühl. Und da diesen Nudelwalker halt dann da auch und dann einmal ausrollen, dass er eine gewisse Form mehr kriegt. Sieht man das eh? Ja, ich glaube. Wie beim Kekse machen. Also ich bin nur der Einzige aus meiner Familie, der keine Kekse macht. Aber das ist so ähnlich wie beim Kekseteig. Da ziehst du eigentlich in alle Richtungen, stechst dann aus, bestreust das, aber da bleibe ich lieber bei meinem Apfelstrudel oder bei meinen Kuchenrezepten. Das geht dann da ganz schön. Ja, wie dick soll sie denn ausrollen? Also es wird sicher dann noch 1 Zentimeter dick so sein, weil es wird dann halt mit der Hand ausziehen, nicht alles mit Nudelwalker machen und erst dann beim Ausziehen wieder ja so groß, so ungefähr, dass dann die ganze Apfelmasse drauf Platz hat. Immer weniger tasten, weil wenn man dann reichlich Mehl aufgegeben hat, kann eigentlich eh nichts schief gehen. Könnte man schon wieder ein wenig was da. Tja, jetzt zoome ich einmal da ein wenig zu, ich glaube, das wäre von Vorteil. Jetzt sind wir ganz Stativ mehlig, ich sage euch was. So, ich glaube. Gut, passt. Sonst schreit es halt, wenn es was nicht sein könnt. Ja, jetzt könnt ihr hier sitzen für die bequeme Leute. Ich bleibe aber mal stehen und fange mal da so zum Locker zum Ziehen an. Also da fahre ich mal mit einer Hand runter unterm Teig und fange dann immer so locker zum Ziehen an. Immer schauen, dass keine Bruchstellen entstehen und immer gleichmäßig ziehen. Das heißt nicht nur auf einer Stelle, sehndern immer rundherum. Der dehnt sich ja super mit. Also für das, dass ich im ersten Video zueinander geschissen habe und das wieder ein wenig chaotischer war bei mir, das lässt sich der jetzt eigentlich recht gut ziehen. Ja, nur was zu den gekauften, also ich habe noch Gott sei Dank zwei Omas, die eine von der habe ich nämlich das Rezept, die macht halt eben immer selber einen Strudelteig. Die andere, die kauft ihn und natürlich kaufen spart Zeit, Nerven, aber kein Geld.
Und er schmeckt auch nicht so gut. Also wirklich die ausgezogenen Apfelstrudelteige, die sind halt schon ein wenig besser. Da habe ich zum Beispiel ein wenig Flüssigkeit, da ist ein wenig härter geworden. Nein, aber sonst, das ist so ein selber gemachter Strudelteig. Ist halt echt gut, aber zeitaufwendig ist er schon. Also wenn man das Ganze berechnet mit Backzeit, 2 Stunden brauchst du da sicher. Also da darf in der Zwischenzeit keiner verhungern, weil sonst kommen die Gäste nicht mehr. Aber es ist, was ich jetzt schon merke, es ist recht ungleichmäßig verteilt. Am Machen stören ist sehr viel Teig, am Machen ist gar kein Teig. Also da müsst ihr wirklich schauen, dass ihr ihn gleichmäßig ausholt. Sonst dazu halt eben, wie gerade das dünne mit Nudelwolken noch, dass euch ja nicht reißt. Ich meine, jetzt so Lächerndeig ist jetzt nicht so schlimm, aber wenn es jetzt wirklich so auch so ein großes Loch wird, dann ist es halt schon irgendwie blöd. Weil dann habt ihr so einen löchrigen Apfelstrudel und den will ja dann irgendwie auch keiner. Tja. Immer gleichmäßig schauen. Und immer noch ein bisschen mehr nachher. Wie gesagt, da kann man nicht genug Apfel haben. Gut, und die Reise geht schon weiter. Wie liegen wir in der Zeit? Also das Ausziehen dauert ja sicher 10 Minuten, 4 Stunden sowas. Da kommt schon das erste Loch. Das ist doch super. Da ist zum Beispiel noch ganz viel Teig, da kann man mal anziehen. Ja, und genau, was ich dann noch sagen möchte, um diese lange, stille Zeit zu unterbrechen, besorgt sich dann so ein Blech. Ich weiß nicht, ob man das jetzt im Bild sieht. Ja, da hinten das Weiße. Später dann darfst du ja den Apfelstrudel einrollen mit Hilfe des Strudelteiges. Mit Hilfe des Strudeltuches. Und dann kannst du dann, na, kannst du entweder zusammenhelfen, dass du dann zu zweit aufhebst aufs Blech und dann eben noch mit Butter bestreichen. Vorher halt eben dann noch befüllen. Und ihr seht schon wieder bei größer, nur es ist halt ein wenig aufwendige Arbeit. Im Stress darfst du nicht sein. Und wenn er sich nicht ziehen lässt, es kann auch der Fall sein, dann ist irgendwie der Teig entweder zu brösig, entweder zu flüssig oder ihr habt beim Außen zu wenig Mehl und dann Teig kriegt. Das ist dann auch blöd. Ich muss jetzt da noch mal ein wenig nachdenken, wenn der Mitten habe ich wirklich den ganzen Teig und an Rauns bricht er mal schon. Genauso wie es nämlich jetzt aushält und ich schaffe das wieder. Beim Nudelwalker könnt ihr ruhig ein wenig fest draufdrucken. Das gefällt einem eh. Müsst ihr euch immer vorstellen, wie man es mit dem Massieren da. So müsst ihr es mit dem Teig angehen. Liebevoll. Und nicht so wie im ersten Teil. Gegen das Fenster hauen. Ich hoffe, man sieht dann, wie ausschaut. Die ganze Hose, das ganze Leib ist schon voller Mehl. Wahnsinn, ein richtiger Koch heute. Ja, da entsteht schon ein größeres Loch. Das ist ja super. So, und ich weiß jetzt gerade nicht, also ich weiß nur, ich habe ja gesagt, ich nehme bei Heißluft beim Backen dann vom Apfelstrudel.
Da steuere ich dann wirklich beim Strudelteig so 200 Grad ein und der braucht dann eine halbe Stunde, dass er dann so fertig ist. Also wie gesagt, dass halt die gewisse Bräune hat, können sie Butter halt dann bestreichen dann auch wieder. Oder ich kann machen sie auch mit Milch, also die lernen dann wirklich zum Strudelteig eine Milch dazu. Das könnt ihr natürlich auch machen, also je nach Geschmack, je nach Belieben. Könnt ihr es dann ausprobieren? Das Ergebnis wieder aufs selber rauszukommen. Vielleicht sollte ihr den Rand noch mal weg. Der Rand ist wirklich so brüchig schon bei mir. Alles andere passt so. Das schaut ein wenig arg aus. Ach Gott, nein. Sieht man das überhaupt noch? Na ja, fesch. Da fast Österreich. Von der Form her. Wie ein Landkarten. Ja, er ist schon groß. Aber es wird natürlich schon noch größer werden, weil, ja, jetzt zeige ich das kurz. Also, so viele Äpfel haben wir da. Ja, das sieht man. Und die sollen natürlich da alle drauf Platz haben. Das war schon wünschenswert. So, jetzt habe ich ein Problem. Jetzt weiß ich nicht, ob ich noch mehr ausrollen soll, ob ich noch mehr zusammenknüllen soll, noch mehr neu machen oder schon so lassen. So, ja, was ist passiert? Die gut Serden und euch, die werden sich jetzt denken, na servus, das ist ein ganz anderer Teig. Ja, ich habe mich jetzt doch noch dazu umentschieden, dass ich nur mache. Nach langen, mühevoller Arbeit habe ich ihn jetzt nochmal zusammengetan, dann ist er brüchig und dann haben wir doch jetzt, da schieße ich mich gleich. Ja, dann habe ich wieder ein wenig Wasser dazu, dann ein wenig Mehl, ein wenig Wasser, ein wenig Mehl, so, und einen Monat später stehen wir wieder da mit demselben Teig. Nur ohne Löcher. Ihr seht es da schon am Rand, da wird er wieder ein wenig dünner. Jetzt haben wir aufgehört. So, aber jetzt kommen wir zum Belegen oder Bestreuen. Die guten Äpfel. Da habe ich wieder was nicht weggeschnitten. Na, das sind gut. Die haben die nötige Säure. Ja, das geht sehr genau aus. Ein wenig da mit den Fingern spielen. Nein, das ist aber eher, ehrlich gesagt, beste Idee. Also, wenn es euch genauso geht wie mir, das heißt, wenn es euch genauso blöd anstürzt wie ich, dann dazu nur mit zusammen und mit viel Wasser und viel Mehl und natürlich auch viel Glück wird es dann besser, als das erste Mal ausziehen. Ich weiß oft wirklich nicht, wieso der erste nichts wird. Das ist wie bei den Palatschinken. Die erste wird auch nicht was, weil die Pfanne nicht so richtig warm ist. Naja, schauen wir mal. So, genau, jetzt haben wir da die Äpfel belegt. Dann kommen wir zum Staubzucker. Jetzt habe ich so rutschige Hände. Das ist auch die Hälfte der Art. Auch zum Staubzucker, so wie zum Kristallzucker. Da tun wir ein bisschen was auf. Nicht viel. Passt schon. Und dann noch zum Zimt. Der soll ja noch was schmecken. Also ein Prisel. Ein viel Prisel.
Ja, sonst, wenn er zwingend süß ist oder zwingend zimtig, dann kann man da, wenn man dann fertig ausgebacken hat und portioniert, kann man da dann noch selber mit Zucker oder Zimt dann bestreuen, dass man halt das Wort einfällt. So, haben wir jetzt alles, ja. Dann, jetzt nehme ich da das Stroh durch. Sieht man das hin auf ein Glas. Und dass man dann einrollt praktisch. Da kann jetzt eigentlich wirklich nicht mehr viel schief gehen. Und ihr seht schon, unten ist der ganz viel Mehl beim Stroh durch. Also wirklich gescheit bemehlen, dass er nicht anbiegt. Ich sag's nur mal, ich hab's jetzt ja schon 30.000 Mal gesagt. Jetzt liegt Wurst an. Das super. Und jetzt legen wir dann praktisch drauf. Wisst ihr, was ich gerade vergessen habe? Ich komme gerade drauf, wir hätten ja die Butter auch noch dazu geben sollen. Eine. Naja. Das tue halt dann auf, sehr wurscht. So, an den beiden Enden nehmen und 1, 2, 3 und umkaufen. So, do you see, it's the Butter, hihi. Also, jetzt haben wir es da liegen. Jetzt hätte ich auch schon das Rohr vorheizen sollen. Ich sage es nur mal: 200 Grad Heißluft, halbe Stunde Backzeit. Ja, und eigentlich knet man jetzt eigentlich die Butter so mal an, aber wir haben ja keinen Zeitstress. Haben wir das schon aus, bist du deppert. Nein, passt, ich brauche die ganze Butter für außen, jetzt geht sich aber immer schön aus. Dum, 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 dum. Eine da, die Suppen. Ja, und an der Seite geht er ein wenig auf. Naja, mit dem Risiko muss man leben. Wahnsinn. Ha. Mein Gott, na, heute ist lustig. Gut. Ja, ich würde sagen, das war eine lustige zweite Folge vom Apfelstrudel ausziehen und dann belegen. So, eine halbe Stunde später werde ich dann halt eben noch fotografieren, wie er dann im fertigen Zustand ausschaut und am Ende dieses Videos dann noch einführen. Gut, dann sage ich Servus, guten Appetit und viel Spaß beim grandiosen Nachbacken. Bläder wie ich kann sich keiner mehr ausstellen. So, dann Servus.